Auf Wiedersehen. Wir mussten jetzt sehr hektisch packen und sind jetzt schon im zeitlichen Verzug. Diese verdammte Tür. Oh. Und haben kaum unser ganzes Zeug wieder reingekriegt. Und haben jetzt direkt eine Tour anstehen. Der Tourmensch, also der uns abholt, ist schon unten. Wir müssen auch noch auschecken. Alter, ich kriege einen Infarkt. Also wie es scheint, fahren wir jetzt eine Stunde. So hier, was sehr mystisch ist. Aber ich habe gerade noch meine Sonnencreme bekommen. Die schmiere ich mir jetzt auf meinen räudigen weißen Körper. Ich hoffe, das gibt einen White-Facing-Skandal. Ich bin sowas von geschützt. Alter, sieht das komisch aus. Hauptsache, ich habe keinen Sonnenbrand. Beziehungsweise habe ich jetzt eigentlich schon, wie ich merke. Oh nee. Oh nee. Wir sind jetzt langsam bereit für die Wüste und auch schon passend eingekleidet. Jetzt habe ich nur das Problem mit meiner Nase, das dann so festzuziehen. Ist halt ein bisschen schwierig, aber es wird schon irgendwie werden. Ich fühle mich irgendwie jetzt schon tierisch verbrannt von der Sonne. So ein harter Tag. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt so schnell in die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von da hoch, Alter. Holy Fats. Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das Seib hätte sich jetzt schon festgefahren. Oh Junge. Das ist wirklich krank. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Angst hatte. Alter. Oh mein Gott. Oh, verdammt, Alter. Oh. Oh. Junge. Oh, Alter. Das ist absolut geisteskrank. Oh mein Gott. Das ist wirklich sehr extrem. Und man sollte echt wissen, was man hier macht, wenn man das bucht. Ich wusste es nämlich nicht. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ für sowas. Oh Junge, man denkt echt die ganze Zeit, man kippt um. Aber der Fahrer weiß, was er macht. Der hat echt Spaß daran, uns hier zu quälen. Also das muss man wirklich wollen. Das ist sehr intensiv. Wow, also heiliger Statement. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, Mann. Das ist unfassbar faszinierend. Falkerik 7. Das macht mich geil. Das musst du gleich auch machen. Bring the sandboard hier. Alter, das macht schon verdammt Spaß. Zum Ende übertreibt er natürlich nochmal komplett und haut hier diesen steilen Berg runter. Und er hat auch irgendwas schon Jump gesagt, allem No gesagt, aber ich glaube, der macht das trotzdem. Wir sind die ganze Zeit so schräg. Ich scheiße mir in die Hosen. Junge, Alter. Oh Mann, das macht er damit Absicht. Der will, dass wir uns einkoten. Junge. Alter, verdammt nochmal. Das sind wir, Alter, das sind immer nur wir. Wenn wir hier einmal nicht verunglückt sind. Yes, of course. I don't want to if die. You stop the big gun, I give you good picture, good video. Nice. Let's go. Massive AIDS. Das macht echt Spaß. Also,
Das ist anders als in Ägypten, da ist man eigentlich nur so eine gerade Fläche gefahren. Aber hier rammelt man richtig über die Dünen, wie verrückt, also auch sehr schnell. Perfekt. Falls wir hier einen Fehler machen, sind wir tot. Das ist der Lifestyle. So, gottverdammte Touristen-Bullshit. Das macht mich einfach nur geil. Der birnenförmige Mann. Alter, der hat sich festgefahren. Ich meine, das ist eine massive Schräglage. Ich pingel mir ein, Alter. Junge, Junge, ist das geil. Lifestyle. Ich fand's verdammt geil, bra! Definitiv, würde ich jederzeit wieder machen. Ja, also das hat echt Spaß gemacht. Wie wir über diese Dünen gerammelt sind mit den Quads. Der absolute Hammer. Ich auf diesem Ding mit 70 km/h, Alter, das ist so geil. Aber ich hab Sand im Auge. Ich auch. Junge, ohne Brille. Das ist völlig verblödet. Der Mann wird jetzt gezwungen, diese Tour mit 5 Sternen zu bewerten. Was auch erklärt, warum die 5 Sterne hat im Durchschnitt. Statement? Statement! Wir wurden gerade abgesetzt und die Kamelsafari hat nie stattgefunden. Das ist die sogenannte Kamellüge. Statement? Wir haben für die Kamele bezahlt und ich will Kamele sehen und bumsen. Was soll ich jetzt sagen? Es wird eine massive Reklamation geben und das Geld wird zurückgefordert. Bitch, wir können sehen, wo die bleiben. So, jetzt verlassen wir endlich das Gaia Grand Hotel. So grand war das nämlich gar nicht. Also im Endeffekt, ja, hätten wir uns für was anderes entscheiden sollen, aber ich will eure Zeit jetzt nicht damit vergeuden, das noch in die Tiefe zu gehen. Wenn euch das interessiert, dann schaut die Videos dieses Mannes. Und wir checken jetzt gleich ein in das neue in Sharjah. Also im neuen Hotel, das anstatt 5, in Anführungsstrichen nur 4 Sterne hat, werden unsere Gepäcksachen schon mal hochgebracht von einem ehrenwerten Mann. Und es ist ein sehr, sehr angenehmes Feeling hier, muss ich sagen. Es gibt einen Swimmingpool, einen Gym. Und ich bin sehr gespannt, das gleich abzuchecken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das besser ist als in dem 5-Sterne-Gaia-Grand. Also das ist das Hotel Alhambra in Sharjah und wir bezahlen hier pro Person 20 Euro, also 40 Euro die Nacht. Waren es nicht 25? Nein, 20. Ich habe noch Rabatte. Durch meine diversen Clubmitgliedschaften. Ja, ja. Es ist ja so, soll ich das sonst formulieren? Ach, das Swimmingpool ist oben auf dem Dach. Oh, Alter, was? Da haben wir einen guten Ausblick. In der 11. Etage? In der Tat. Ah, da ist eine Sauna! Sauna! Oh, jetzt die besuchen wir, Alter. Die Sauna wird besucht. Na, wollen wir das erstmal machen? Ich hab gar nicht so einen tollen Hunger. Ah, ich hab schon ziemlich Hunger. Jetzt gerade, wo ich das Restaurant gehe. Dann fressen wir das erstmal fett. Danke sehr. Das ist der Ausblick, 10. Stock, wie gesagt, 20 Euro pro Person und Top-Lage, werden wir gleich dann später rausfinden. Es ist direkt am Meer, wir sind 2 Minuten am Meer. Das ist der Wahnsinn, wir haben getrennte Betten. Endlich. Das ist eigentlich schön hier, sieht sogar sehr sauber aus, also ohne Mist. Ja, also... Sowas hatten wir auch nicht. Es gefällt mir, stimmt. Also es gefällt mir wirklich besser als die Suite. Das ist echt schön gemacht, Alter. Also... Warte mal sogar. Ja gut, die ist jetzt gleich ungefähr. Ja, das ist normal. Egal. Aber ey, komm, also bin ich. Sehr zufrieden. Wenn wir nur 12 Stunden hier sind, bin ich zufrieden. Ja, Mann. Das ist doch geil. Also, ohne Mist. So kann man leben, Kant. Das Gym ist schon mal sehr nice. Im 11. Stock. Oh, dieser Ausblick. Das ist stabil. Das ist sogar verdammt stabil. Holy. Boah. Oh Junge, ich würde gerne eine massive Hantel da hinunterwerfen, aber naja. Junge, das ist schon krass. Das ist Sharjah. Hier ist noch unser Flughafen. Und ja, wild, bra.
wild. Ja, der Pool auf dem Dach ist schon relativ stabil, auch wenn er jetzt nicht ganz so einladend aussieht. Aber das hier ist schon heftig. Heieieiei. Wir haben jetzt das Touristengebiet verlassen und werden jetzt hier direkt in dem Restaurant am Hotel einkehren. Das ist pakistanische Küche, ich bin sehr gespannt. Frühstück um 15.15 Uhr. Hier steht schon mal Wasser auf dem Tisch. Sehr entspannt hier eigentlich. Das ist die echte Welt, nicht die künstliche, in der wir jetzt gerade fast eine Woche verbracht haben. Das ist korrekt, allerdings muss ich gestehen, die künstliche gefällt mir besser. Das ist real talk. Ja, auch hier werde ich von den Bauarbeitern verfolgt und systematisch geistig kaputt gemacht. Hier haben wir ein sehr scharfes Gericht mit Huhn. Das verleibe ich mir gleich ein. 4 Wachteln und feinster scharfer Reis, Gemüsebeilage. Das ist ein traditionelles Mahl. Einfach nur geil. Ich hoffe, unsere Gedärme werden zerfetzt. Alter, ich hoffe es auch. Ich möchte mir das Arschloch richtig zersprengen. Alter, da muss es schon ordentlich scharf sein. So, dass es richtig blutet und schmerzt beim Abscheißen. Alter. Ich werde das ganze Flugzeugklo verstopfen. Ich wette im Flugzeug. Ach, stimmt! Ich wette im Flugzeug eine Verstopfung. Oh nee! Das wird eine lange Sitzung. Diese Mahlzeiten werden unsere Gedärme verlassen in der Sekunde, wo wir. Ach, das ist richtig. Na egal. YOLO! Das ist auf jeden Fall durchaus scharf. Jetzt gönne ich mir erstmal diese Wachtel hier. Die sehen sehr schön aus. Oh, geil. Mega. Auch die Gewürze. Oh, ich liebe Wachteln. Und das magere Schenkelfleisch. Boah, die sind echt heftig. Wie bitte? Ich bin einfach nur horny. Es tut mir sehr leid, aber ich darf euch nicht füttern. Das Essen ist viel zu scharf. Auch wenn ihr sehr süß seid. Das Essen ist so geil, Alter. In der Tat. Das Essen war unfassbar lecker, also wirklich massivst gut, vergleichsweise günstig, aber das kommt dem wahrscheinlich vor allem so vor, weil wir jetzt gerade aus Dubai kommen. Aber leider waren die Portionen viel zu groß und wir haben nicht ansatzweise alles geschafft. Beim nächsten Mal wissen wir es. Also man kann sich gefühlt jedes Gericht, das man bestellt, einfach teilen und man wird satt. Das ist echt der Hammer, absoluter Hammer. Mit eines der besten Essen, auch geschmacklich und vom Erlebnis her, die ganze Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, definitiv Top 3. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist wahrscheinlich Platz 1. Nee, ach Mann. Auf Wiedersehen. In der Heimat bedeutet sich Pappenschmeißen was anderes als hier. Shoutout an Hector Panzer. Man könnte sagen, die Stadt ist eine einzige Moschee, wobei das hier ein Museum ist. Aber sehr interessant. Aber es tönen ununterbrochen Gesänge und Rufe aus den Lautsprechern seit fast einer halben Stunde. Das war in Dubai auf jeden Fall nicht so. Also hier gibt es sehr viele Unterschiede im Vergleich zu dieser, ich würde schon sagen, wirklich, Alter, mein Herz, übelst erschrocken, zu dieser komplett anderen Welt da im Prinzip, aus Stahl, Beton und Glas. Dieser Mensch besteht aus 100% purer Liebe. Faszinierende gesellschaftliche Umstände. Die Geschäfte hier in dem nicht ganz so touristischen Bereich sind sehr interessant. Es gibt zwar auch sehr viel Plunder und Kram, aber auch viele Gewürze und vor allem Tabakwaren. Und ich habe mir jetzt einen Mountain Dew aus der Glasflasche gegönnt. Was für ein wilder Umstand. Richtig mystisch, probier die mal. Pfui Teufel, das ist ja Bubblegum. Nachdem die Cola von Shani sehr widerwärtig war, Mountain Dew aus der Glasflasche. Ja gut, bin gespannt. Cock. Schmeckt zwar ganz genau gleich, aber es ist aus der Glasflasche. Aus der Nicht-Mehrweg-Glasflasche.
Hier werden auf jeden Fall keine kleinen Portionen gekocht. Das ist ja absolut Wahnsinn. Also zum Vergleich, dieser Topf, der ist absolut gigantisch. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Armin Maivis und den guten Herr Lindemann. Das Shopping Center, wie es hier heißt, besteht ja nur aus Kleidern. Also das ist schon ein dezenter Unterschied zu Dubai und zum Beispiel der Dubai Mall. Also mein Interesse an diesen Kleidern ist relativ gering. Mein Interesse, endlich mal in diesem Mann zu landen, ist sehr hoch. Wir befinden uns jetzt im sogenannten Heart of Sharjah. Was gibt es hier Schönes? Leider kein Sex. Na, das stimmt. Also hier gibt es eigentlich nur Läden. Ja, also in der Tat, die Waren in diesen Läden sind jetzt nicht so sonderlich ansprechend für mich persönlich. Aber naja, das ist halt Sharjah. Ich finde es sehr schön, dass hier mit deutscher Qualitätsware gehandelt wird. Deutsche Qualitätskontrolle, LFGB Standard, habe ich noch nie gelesen. Berlinger Haus habe ich auch noch nie gehört, aber das sind scheinbar deutsche Qualitätsküchenutensilien. Stabil. Ich habe auch deutsche Qualität in meiner Unterhose. Was fotografiert dieser Mann? Vielleicht meinen Penis, aber dann braucht er wahrscheinlich ein größeres Objektiv. Ja, ein größeres Objektiv heißt ja mehr Zoom. Also ich weiß, weil mein Penis ist ja auch massiv winzig. Nein, der braucht ein Fischei, du hast den größten, den ich kenne. Wir sind nur auf der Suche nach Wasser gewesen, haben kein normales gefunden und halt nachgefragt. Der Mann sagt einfach Belesch und ich dachte mir schon, was? Ja, dann hat es uns einfach geschenkt. Also, das ist der Lifestyle. Vielen Charger für das Wasser. Aber man kann in den Läden auch keine normalen Getränke kaufen, lustigerweise. Also, das stimmt, aber ich finde es auch so besser. Ich habe es in meinem Vlog schon im ersten gesagt, weil wir genau diese Art von Wasser auch auf dem Flug hatten. Und so verpackt schmeckt mir das Wasser einfach köstlicher. Zu meinem Erstaunen ist das Klopapier hier in diesem Hotel sogar zweilagig. Eine weitere Verbesserung. Kind, wenn ich ununterbrochen das Handy in der Hand habe bei der Fahrt. Alter, wir sind im Auto der Klasse A. Shit. Das ist nicht gut für meinen CO2-Abdruck. Mann. Zum Glück steige ich nachher in den Flieger. Ein Sonnenuntergang ganz romantisch am Strand ist einfach nur schön. Die sind noch ganz klein. Oh, herrlich. Ist das süß. SpongeBob sieht heute gar nicht gut aus. Ich frage mich, auf was die lauern. Jetzt lasse ich mir meinen schmackhaften Matcha Iced Latte bei Starbucks schmecken. Wo steckt man sich rein? Steckt man sich überhaupt rein? Ah, hier. Haben wir schon mal eingeschissen? Yes. It's only straight in this direction. Wie viel haben wir jetzt eigentlich insgesamt ausgegeben für Taxifahrten? Hier, this one.
Übrigens, in jedem einzelnen Geschäft gibt es dieselben Kleider. Wir haben jetzt, glaube ich, auf dieser Straße, ungelogen, 50 dieser Läden gesehen. In jedem gibt es fast dieselben Klamotten. Ich finde das faszinierend. Ihr seht es ja selbst jetzt gerade. Und das ist wirklich überall hier so. Also in Gesamt-Charger gibt es im Prinzip, ich würde schätzen, 500 Läden, die dieselbe Kleidung verkaufen. Auf 26 Street, Al-Andalus. Wirklich, Kind, wer nicht ununterbrochen am Handy hängt, das ist so geil. Das ist einfach hier gang und gäbe. Ja gut, bei uns eigentlich auch. Nur der Sepp zwingt mich immer, das rauszuschneiden. Ich bin auf der Suche gerade nach einem Bier, also wirklich ein Heineken. Ja, natürlich, bevor Bill Gates da seinen Samen drin verbreitet hat, meine Güte. Ich habe mir übrigens 10 Kästen gekauft. Jetzt, also ich habe die kaufen lassen, weil die gerade im Netto im Angebot waren. 10 Kästen Heineken warten in der Heimat auf mich, die sind noch bis Ende des Jahres haltbar. Und wenn ich mal in Zukunft Heineken trinke, bitte verurteilt mich nicht. Es ist noch die alte Charge. Und ja, hier gibt es kein Bier. Weil ein komplettes Alkoholverbot hier herrscht und das ist sehr schade. Auch keine Cola Zero, das macht mich gerade sehr wütend. Da ist Cola Zero. Wo? Und? Das ist live. Achso. Die schmeckt scheiße eigentlich. Es ist 8 Uhr abends, ich habe mir jetzt doch dagegen entschieden, nochmal zum Training zu gehen. Ich bin einfach viel zu fertig. Aber ja, ein Formcheck im Spiegel hat auf jeden Fall ergeben. Ich habe nicht zugenommen. Wir haben natürlich keine Steckdosenadapter, deswegen muss die Powerbank herhalten. Die ist aber auch schon ja, weniger als die Hälfte. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Und es gibt eine Cola. Wann müssen wir los? Naja, also der Flug geht um 5.15 Uhr. Die Fahrt von hier zum Flughafen dauert mit dem Auto 22 Minuten. Dann würde ich mal schätzen, gegen 3 Uhr. Was haben wir jetzt noch? 7 Stunden. Alter. Die Zeit wird auf jeden Fall schneller vergehen, wenn unsere Betten nicht so weit auseinander wären. Ich werde in diesem Bett gleich wichsen. Er ist so süß. Einen wunderschönen guten Morgen, Bruder. Es ist jetzt gleich 2:30. Könntest du bitte das Frühstück eröffnen? Ach so. Ich dachte schon, was willst du jetzt bei mir? Nee, ich habe großen Hunger. Und du hast ja gut gekocht. Also. Möchtest du dann nicht kurz unter... Du hast gerade duschen. Das lasse ich erstmal 2 Tage verstreichen, weil ich brauche etwas Aroma, sonst schmeckt es ja nicht. Chips aus dem Oman. Ich glaube, die schmecken genau wie das Getränk von letztens. Alter, bitte nicht. Dann glaube ich, kotze ich noch in das Zimmer. Alter. Nö, die sind gut. Ich stehe zwar Chili-Flavor, aber na, so ganz nach Chili schmeckt das jetzt eigentlich nicht. Sondern? Einfach wie gute Kartoffelchips. Hm? Die sind aber sehr klein. In der Tat, das höre ich öfter. Hm? Ja. Ich habe jetzt wirklich alles alleine weggefressen innerhalb von 5 Minuten. Der Mann ist leider auf Diät. Das macht mich wirklich sehr traurig. Und der Mann hat auch dieses Getränk sich angeeignet, und zwar Lemon Soda Salted. Wir haben es gerade beide verkostet und das ist wirklich sehr mystisch. Warum trinkt man Lemon Soda gesalzen? Warum? Dringend übertönen. Bitte ein kurzes Statement zur momentanen Lage und Laune. Anal-Aids, Hodenkrebs, Hämorrhoiden, Sackschweiß, Chlamydien. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das kann ich so unterzeichnen. Willkommen zur letzten Taxifahrt in den Emiraten jetzt. Ich werde das wirklich vermissen, jeden Tag 10-mal Taxi zu fahren. Ja, und sich dabei nicht anzuschnallen. Das ist wirklich schön.
Bitch. Ihr wisst Bescheid, guter Geruch ist sehr wichtig, vor allem während des Fluges. Oh nee, oh nee, ist alles leer. Ist überhaupt noch irgendwo was drin? Nee, ist alles leer. Sehr geil. Dann werde ich stinken. Das gute Versace Eros geht immer. Nice. Was gibt's bei dir, Bara? Gucci. Denselben Duft habe ich auch so. Aber in einer anderen Flasche. Aber der ist hier, glaube ich, das hier ist, glaube ich, die neue Version. Aber die Flasche ist natürlich leer. Vielleicht ist hier was drin. Covid. Jetzt gibt es Lotus Biscoff Donuts bei Krispy Kreme. Das ist einfach nur, Alter, verdammt nochmal, der Traum. Selbstverständlich stellt dieser Donut nicht das gesamte Frühstück dar, sondern auch diese wunderbaren Nudeln mit Huhn. Ich meine Huhn. Und was gibt's bei dir, Bra? Schwein. Wirklich? Nee, leider nicht. Hättest du das auf der Karte gegeben, dann hätte ich es natürlich bestellt. Ich bin so übermüdet, Alter. Ich auch. Ich hätte sogar gelacht, wenn du gesagt hättest Kartoffeln, Alter, ohne Scheiß. Das feinste Blumenkohl. Ein Piller, Mann. Alter, ist mir schlecht. Ja, das fühle ich. Ich werde jetzt diesen Donut verkosten, dann erstmal diese Kamera weglegen. Das macht mir alles krank hier, das Internet-Gedöns. Heiliger Bimbam. So, ich hoffe, Andreas Upitz ist uns gnädig. Jetzt geht's nach Istanbul. Ohne Scheiß, heute, also dieser Flug ist einer der schlimmsten für mich persönlich überhaupt. Die ganze Zeit Gleichgewichtsstörung ist die absolute Hölle. Ich habe noch nie so gelitten. Ich habe keine Ahnung warum. Ich will einfach nur Bier. Ich glaube, die Hälfte ist geschafft. Ich bin so fertig. Keine Sekunde geschlafen. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, nach welcher Zeitzone es jetzt gerade ist. Ich bin so fertig in der Birne, Alter. Oh. Wieder etwas näher, das sollte man wirklich verstehen. Das hier hat gerade 380 Lira gekostet und ich habe das in Euro bezahlt und zwar 22,60. Dafür bekommen habe ich dieses kleine Sub und dieses Bier. Statement. Ich will einfach nur ein verdammtes Statement, Alter. Ja. Ich bin einfach nur fertig, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ich will abwichsen, ich will in mein Bett. Ich ja, kann nicht mehr. 22 Euro. Das ist das teuerste Sub der Welt. Kann. Aber es schmeckt nicht so. Als wäre es das teuerste Welt der Welt. Ach. Wir sind sicher gelandet und direkt in Deutschland hat dieser miese Bill überall seine Finger im Spiel. Das ist wirklich unfassbar. Wie geht's dir, Bra? Ja, ich bin zufrieden, dass ich endlich gleich zu Hause bin. Dass ich richtig abwichsen kann. Aber ich habe auch im Flugzeug gewichst. Stimmt. Was? Bin, ja, direkt nach dem Start. Also direkt, wo man aufstehen konnte, bin ich auf Klo und kam dann auf der Toilette. Hält doch die Fresse. Ja, wirklich. Ich hatte schon irgendwie die ganze Zeit so eine Halbplatte. Bei dem zweiten Flug? Ja, jetzt gerade bei dem Flug. Ich hatte schon beim Einsteigen permanent so eine Halbplatte und das ging nicht weg. Und wo wir dann komplett oben waren und man aufs Klo gehen konnte, dachte ich mir so, komm, scheiß drauf, ziehst du das jetzt durch. Dann habe ich mir noch ein paar alte Sachen angeschaut und dann kam ich auf den Toilette und dann bin ich eingeschlafen für den Rest des Lebens. Also ich habe wahrscheinlich, du hast die hintere Toilette benutzt? In der Tat. Alter, dann habe ich wahrscheinlich zeitlich parallel mit dir massiv abgeschissen. Alter, stabil. Was für ein geiler Gedanke. Wir sind Flugzeugtoiletten-Bres. Das. Alter. Ich liebe dich.
knall mich wund. Das ist fuck you. Ich hab mich sehr glücklich gemacht. Ah, das ist schön. Danke für die schöne Zeit, Bra. Ich hoffe bald wieder. Rechtsverkehr mit Kamelen. Ich lasse das mal unkommentiert. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wir fahren jetzt hier mit einem hängenden Zug über den Flughafen, was ich noch nie gesehen habe. Das erinnert mich an die Wuppertaler Schwebebahn, weil ich die ganze verschmutzt. Und ja, wie genau fahren wir gerade? Schwarz. Die Temperaturen hier sind menschenunwürdig und ich distanziere mich. Hör mir auf. Wenn man nicht fliegen müsste, wäre ich gerne wieder zurück. Wie bitte? Ich muss schnell wieder weg hier aus diesem Drecksland. Ach, ich hab's so vermisst. Es verlängert sich einfach immer mehr um 5 Minuten. Also jetzt sind wir schon bei einer Viertelstunde Verspätung. Das ist der Lifestyle-Statement. Das haben die Geringverdiener verdient, die mit der Bahn fahren wollen. Wir? Ich mach zum Glück gerade meinen Führerschein. Ich kann das hier alles nicht mehr ertragen.